be my one shot. Und da geht's auch schon weiter mit FIFA 18 Hunter Returns. Ja, wir hängen immer noch in der Major League Soccer fest. Und zwar auf dem Weg in die Playoffs. Aber ihr kennt mich, ihr wisst ja, ich will zurück nach Europa. Ihr wahrscheinlich auch. Und was haben wir erfahren? Alex hat eine Schwester. Das hat das Ganze natürlich ein bisschen durcheinander gebracht. Auch gerade das Emotionale bei Alex. Wir haben dann doch noch das Spiel gewonnen. Ich weiß aber nicht, wie das Ganze weitergeht. Will Alex jetzt weg? Will er von seiner Schwester nichts wissen? Oder sucht er jetzt die Familienzusammengehörigkeit mit Vater und versucht eben seine Schwester auch mal kennenzulernen? Wir werden sehen. So, wir setzen jetzt einfach mal fort, drücken mal auf Weiter. Trainingstag natürlich. Und bin gespannt, was wir da heute trainieren müssen. Was unser Trainer für uns für Aufgaben hat. Buenos dias, chicos. Seid ihr fit? Konzentriert? Hoffentlich, denn heute braucht ihr das. Ist okay, meine Trainer. Der Trainer will, dass ihr an den Flanken arbeitet. Also, legt los. Okay. Wir fangen einfach mal an. Flanken sollte jetzt nicht so schwer sein. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Vermute ich mal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bei Pro Clubs kommen die Flanken irgendwie immer zum Falschen. Warum auch immer. So. Bams. Zack. Ja, das läuft ja hier wie ein Länderspiel. Bayer. Und da haben wir auch schon unser Exzellent. Wir holen Punkte für Alexander. Und lassen ihn in der Startelf spielen. So, sehr geil. Ist jetzt auch nicht so schwer. Flanken, Grundlagen. Ein bisschen einfacher als gerade direkt, eben. Direkt! Oh, direkt, okay. Das war ganz falsch von mir. Ich muss über den Pfeil spielen. Präzision, präzise Pässe. Zack, okay. Sehr geil. Sehr schön. Wow, Zardes, da haut er aber drüber. Bams. Und wir haben wieder das Exzellent. Läuft ja. Komm schon, mein Freund. Zack. Sehr stark. Ja, wie gesagt, Flanken. Die hat ja Alex auch schon ein bisschen geskillt. Ich habe ja Attribute auf Flanken gelegt. Von daher passt das schon. So, die Werte nehmen wir mit. Ich dachte, der Manager, Coach, Trainer sagt noch was. Oh, Story. Storytime. Die Limo war klasse. Nur schade, dass du mich nicht selber abgeholt hast. Krieg ich keine Umarmung? Na komm. Wie war der Flug? Lang. Ist ja unglaublich. Wirklich unglaublich. Dir geht's gut hier in L.A., Alex. Schade, dass Opa nicht mitkommen konnte. Was ist los? Du hättest mir Kim nicht verschweigen dürfen, Mom. Ihr seid euch begegnet? Ich bin ihr begegnet. Du musst verstehen, wie hart es für mich war, als dein Dad mich verließ. Ich meine, er wollte lieber Kim als uns.
Was hätte ich denn tun sollen? Sie ist meine Schwester. Deine Halbschwester. Ich wollte dich beschützen, Alex. Oh. Danke. Ich hatte doch nur dich. Lass uns was unternehmen. Wir könnten in ein Restaurant gehen. Was Gutes. Klingt gut. Tja, so ist es. So ist es nun mal. Und das geht eben auch alles an die Psyche. Und wenn du nicht befreit spielen kannst, dann hast du den Kopf auf dem Platz, wenn es darum geht, aufs Tor zu schießen, dann sind deine Gedanken eher bei deiner Mutter oder bei deiner Schwester. Wenn eben dich hintenrum nicht alles gut läuft, dann hast du keinen freien Schädel und kannst dich nicht aufs Spiel konzentrieren. Wir schauen mal, wie es weiterläuft. Wir spielen jetzt gegen Chicago. In Chicago waren wir ja schon am Anfang von unserer Amerika-Reise, damals noch mit Leicester. Und jetzt machen wir die mal ein bisschen fertig hier. Schau, was läuft, wie das Toronto-Spiel. Bam, 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 pow. Und auf geht's. Bevor es gleich losgeht, ganz kurz. Hier sind Wolf Fuß und Frank Puschmann. Viel Spaß heute. Es geht heute um die Partie Los Angeles Galaxy gegen Chicago Fire. So, die nennen sich also schon Fire. Hier die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Wir sehen sie heute in einem 4-4-2, Buschi. Was sagst du dazu? Also wir haben da wirklich zwei Viererketten. Hey, ich habe den Ball eigentlich schön geholt. Die versuchen, das Spiel eng zu machen. Und vorne sollen es dann die beiden Offensiven richten. Einer, so vermute ich, eher als... Schade, Mann. So knapp war der gar nicht. Außerdem war noch ein Fuß dazwischen. Ecke kommt rein. Schießt er ihn rein. Was für eine verdammte Axt. Ballade. Ah, Wolf, eine Riesenszene. Fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Da musste lang. Okay, Spieler hält mich auf. Ball kommt rein. Der Ball wurde weggefaustet. Verdammt. Die Galaxy zurück. Haben es geschafft. Sie sind in den Playoffs. Ach, Gratulation auch von meiner Seite. Der Club hat eine Menge vor, hat hohe Ziele, ist noch ein langer Weg, aber in dieser Form ist ihnen eine Menge zuzutrauen. So, kommt Zardes. Das kann gefährlich werden. Jones. Der Ball zu Hunter. Schade, Mann. Nikolic. Kommt schon, Leute, holt euch den Ball. Ich bin ja gerade voll konzentriert. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Weil wir haben zwar die Playoffs, aber ich will mehr. Vom Ball. Und Hunter. Warum hat Zardes den jetzt nicht direkt zu mir gespielt? Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ich wäre frei durch gewesen. Ich habe auch den Ball gefordert. Ihr habt es gesehen, dieses kleine Zeichen. Der Ball ist im Seitenaus. Über meinem Kopf, aber der Pass kam nicht. Dos Santos. Jones. Weg. Ach Mann. So. Alex Hunter jetzt. Alessandrini. Keeper geht gut zum Ball. Faust in den Weg. Komm her. Ja. Gutes Pressing jetzt. Verdammt. Da liegt er und stinkt. Jetzt habe ich gleich einen Frosch im Hals. Zack. Habe ich mir wieder geholt. Ja, setz gut den Körper ein. Jetzt muss ich natürlich wieder auf meine Position zurück, sonst kriege ich hier wieder Minuspunkte. Jetzt Alexander.
Das gibt's doch gar nicht. Der Pfosten ist mein Freund. Wer das Let's Play verfolgt, weiß auch genau, wovon ich rede. Denn es war nicht das erste Mal. Abgefangen, gut gemacht. Ja, jetzt kommen die Alex Hunter-Fanrufe wieder. Zardes, wir haben Flanken geübt. Und die Möglichkeit. Treffer zählt nicht. Und ich krieg das natürlich abgezogen. Ach, ich hab's doch noch geahnt, wo er dann nochmal nach vorne gelaufen ist. McCarthy. Oh, Nikolic. Kein Foulspiel, Gott sei Dank. Zardes. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schuss! Er wirft sich in den Schuss. Schön. Wow. Die Eckball. Galaxy mit der Ecke. Die Ecke kommt. Zardes! Oh, sehr geil, sehr geil geholt. Schade, Mann. So geht's natürlich nicht. Nee, ist harmlos. Die Chance haben sie verschenkt. Ja, es war ein bisschen harmlos gewesen. Capello. Freut ihr euch eigentlich schon auf den 17. November, auf den 17.11. Star Wars Battlefront 2? Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Alex Hunter. Och, das gibt's doch gar nicht. Wie kommt der daran? Und jetzt ist der Ball geklärt. Also ich freue mich tierisch auf Battlefront 2, um das Thema mal weiter zu sprechen. Konsequenz, dieser Einwurf. Klasse Zuspiel und jetzt die Chance. Zack. Das ist die verdiente Führung. Jawohl, ja. Die Mannschaft macht das Tor. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff kommt dieser Treffer. Da geht's super. Die Führung richtig guten Gefühle, die macht jetzt natürlich ein bisschen lockerer. So, nicht mehr ganz also so angespannt. Knappe Pausenführung. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. So, wir dominieren die Chicago Fire. LA führt hier bislang, liebe Zuschauer. Mal sehen, wie es weitergeht. Konstante 8-4er Werte. Das könnte gefährlich werden. Dos Santos. Einfacher Ball hier für okay. Den Torwart. Schlechter Versuch. McCarthy. Kam ich einen Schritt zu spät? Juninho. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Genau, genau so. Der Ballbesitz. Ashley Cole. Jetzt spielen sie sich aber hinten hier mal hin und her. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Ey. Was? Der hat mich... Einwurf für LA. Hallo? Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. So, wir holen uns mal ein paar Anweisungen. Erziele das nächste Tor. Alles klar. Eigentlich haben wir ja ein Tor, ne? Dame. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und hinten jede Menge Beton verbaut. Jetzt die Flanke. Szene ist noch nicht vorbei. Hunter. Ey. Da du Ratte. Gute Möglichkeit. Ausrasten bei sowas. Super. Schade. Ecke für die LA Galaxy. So, jetzt müssen wir natürlich das nächste Tor erzielen. Der Ball kommt rein. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Und ich hab mal wieder Glück ohne Ende. Ecke kommt. Sie wollen klären, aber der ist... Und jetzt... Das gibt's doch gar nicht. So, Ecke kommt. Bams! Mist. Ja, das nächste Tor wird halt schwer, ja?
McCarthy. Ich meine ja nur die gute Wertung haben wir ja. Jetzt vielleicht mal diesmal faulst du mich ja nicht. Da ist die Flanke. Teamwork. Die kurze Variante. Alessandrini. Jawohl. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da könnte ich das Spiel aufziehen. Teamplay. Warum sollte ich das nächste Tor erzielen? Wenn das doch die Mannschaft kann. So, jetzt ist fast meine Worte verschluckt im Mund. Absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. Ja, na definitiv. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Das ist jetzt eine Chance. Aktion geht weiter. Jetzt ach, der Schuss. Sehr geil. Der Pass. Nichts zu halten hier. Da macht der Joker sein Tor. Glückliches Händchen vom Trainer. Der Treffer hier aus kurzer Distanz. Das ist dann am Ende kein Problem für ihn. Sie legen noch mal einen drauf. Ganz starker Auftritt von ihm. Sie lassen einfach nicht nach. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Top. Top gemacht, oder was sagt ihr? Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Aber wie gesagt, ein Tor haben wir eigentlich zurück geschossen, also von daher haben wir auch die Anforderungen vom Trainer erfüllt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Alex Hunter jetzt. Und jetzt die Chance. Boah, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns schade. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Also, ja, das war ein sicheres Tor, aber ich war jetzt zu übermotiviert. Also, der Winkel einfach zu spitz. Was? Der Winkel zu spitz? Hast du gesehen, wo ich stand? Ich stand fast direkt vom Torhüter. Und Hunter, toller Pass. Jetzt vielleicht. Genau so. Genau unter die Latte. Klasse. Genau so. 4-0. Welcome back. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. On the road to glory. Willkommen zurück auf der Siegesstraße. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. McCarthy. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ach, den habe ich verloren. Mist. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Na komm schon. Ganz einfach an den Ball gekommen. Und Hunter. So, einen schönen Doppelpass spielen wir hier durch. Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und Dos Santos holt sich den Man of the Match Titel. Gute Aktion. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich den Ball überhaupt hier noch krieg. Alexander. Zack. Giovanni am Ball. Und er schießt. Zack. Und mach ich noch. Macht ihn. Super, ich habe einfach nur mal gefordert. Auf Viereck eine Flanke. Wie im Training. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen. Zack. Klasse Tor hier von ihm. Mal schauen, ob das Tor gezählt hat. Als nächstes Tor. Und zwar sowohl beim Abschuss als, Wolf, fast noch wichtiger bei der Hereingabe. So, die Spannung hat ein bisschen gefehlt. Dafür war es einfach zu einseitig. Ja, sie haben hier dominiert, nie nachgelassen und deshalb geht der Sieg in Ordnung. So, mal schauen. Nein, natürlich nicht. Erziele das nächste Tor. Ich habe zwar ein Tor, also 2 Tore insgesamt gemacht, aber es war eben nicht das nächste Tor.
Mir egal, Fußball ist Mannschaftssport, wie gesagt, ich achte da nicht auf meine Leistung, sondern eben auf die Leistung vom Team. Und sieht gut aus. 5:0 gewonnen. Kein Gegentor diesmal kassiert. Jetzt Alexander. Das war ja nochmal der Kracher an den Pfosten. Richtig geil. So, sehr schön. Freue ich mich. Wieder ein Sieg. Wir kehren bald zurück nach Europa. Denke ich mal bei den Leistungen. Ihr seht ja wieder eine 9,4er Wertung. 94 Minuten durchgespielt. Startelf-Bonus kommt dazu. Torschützen-Bonus zweimal, bitte. Jawohl, dankeschön. Und ja, nichts vergessen. Ein paar Einnahmen. Der Marktwert steigt. Knapp 16 Millionen schon. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und da wären wir wieder in unserer Behausung. Bisschen Story, bisschen Spielen. Das ist FIFA 18 Hunter Returns. Und ich freue mich auch auf jede neue Folge. Auch auf die nächste, die ihr hoffentlich wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag. Dran geblieben, reingehauen. Liebe Grüße, euer Rob. This could be my one shot.